Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My The Magic Teil 3. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen hier Schloss Greywind fertig erkunden. Bin gespannt, ob das alles so funktioniert. Aha. Okay. Drohnen der großen Schätze setzen. Was passiert dann? Nichts passiert. Also hier mal Schätze. Ich schätze mal. Oh, ein Dino und wir sind alle ziemlich am Arsch. Na gut, wir kriegen das hin. Wenn wir den vorher kaputt kriegen, dass der keinen Schaden macht, sollte das ja kein Problem sein. Ha, genau. Und hier wollen wir mal rasten. Aber da drüben eigentlich. Schlangen sind in dem Dungeon. Bläh, Schlangen. Ja, da waren wir schon drin. Alles klar. Dann würde ich sagen, rasten wir mal hier und dann schauen wir mal, dass wir da reingehen. Also ich schätze mal, da oben kriegen wir Schätze am Tag 50. Ich habe mal lieber mal vorsichtshalber und schlafen und nichts passiert. Okay, los geht's. Halt, erst ein Schutz vor Elementen natürlich und zwar ein Feuer. So, was haben wir hier? Der Thron des großen Besitzes. Hier hätte ich gesagt, kriegen wir vielleicht Items. Ah, nein. Ich habe mich verklickt. Mist. Das wollen wir jetzt nochmal? 38. Naja, gut, was soll's. Was soll's. Oh. Okay, hier machen wir vielleicht mal einen Magierblick wieder rein. Okay, also da haben wir auf jeden Fall was. Da haben wir wieder eine Echse. Gut. Auch wieder Feuer. Überall Feuer hier. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und da haben wir auch wieder einen Thron. Okay, dann müssen wir hier irgendwie mal schauen, dass wir hier rumkommen. Und da haben wir auch wieder so einen versteckten Raum. Okay. Der Thron der großen Macht. Hört sich auch interessant an. Ja, jetzt müssen wir schon wieder rasten wegen... Na, wir machen das anders. Also dieses, wie heißt es? Dieses Feuer macht doch schon ganz ordentlich Schaden hier. Kann man nicht anders sagen. So. Sprung. Da haben wir auch Feuer. Okay, da brauchen wir gar nicht hinzugehen. Und da haben wir Feuer. Ja, also überall brennt es hier. Dann hätte ich gesagt, schauen wir uns mal das hier an. Hier drüben. Können wir doch bestimmt rüberspringen. Aber da ist ja eigentlich auch nichts. Nee, da ist nirgends was. Hm. Und das Ding hatten wir ja schon, richtig? Nee, das hatten wir auch noch nicht. Das da hatten wir auch noch nicht. Speichern. Kein Sprung, sondern ein Teleport. Mit zwei, glaube ich, wieder. Dann nehmen wir das mit. Und springen gleich nochmal nach Norden mit zwei. So. Dann haben wir auch gleich wieder Feuer. Überall Feuer. Also das ist schon ziemlich heftig. Was war hier an Feuer? Haben. Können wir da vielleicht einmal drüber laufen, damit wir das wenigstens auf der Karte haben? Nee, das war einmal zu viel. Aber deswegen habe ich ja gespeichert. Haha. Gut, dann nochmal rasten. Welchen Tag haben wir denn? 38, ja, das geht ja. Mag
Fuck ja, Black. Schutz vor Elementen, und zwar Feuer. Müssen wir das auf der Karte unbedingt haben? Ich glaube nicht. Eigentlich ist es sinnlos, was ich, warum ich das so mache. Speicher mal und dann spring mal rüber. Hätte ich vielleicht gleich machen sollen. Ja, halt mal. Falsch. Ihr wollt mal hin. Sprung. Okay, wieder ein Gegner. Der macht ja so gut wie gar keinen Schaden. Ja, auch recht. Da haben wir dann einen. Hier waren wir schon, richtig? Da geht's ja zu dem Thronsaal rein. Genau. Ah. Das war jetzt Blödsinn, was ich gemacht habe. Aber gut, was soll's. Passiert halt. Einmal unachtsam gewesen. Ja, das haben wir alles hier. Okay. Dann können wir vielleicht mal schauen, was das für ein Brunnen hier war. Rerin, der Illusionist, zeugte zwei Söhne und eine Tochter. Den Erstgeborenen nannte er Regran. Der zweite Sohn ermordete Regran, um den Thron zu bekommen. Später brachte er sich selbst um und hinterließ nur unsere Tochter, eine wunderschöne Klerikerin, die den Thron erbte. Hatten wir das nicht schon? Oder war das nicht so ähnlich? So. Hier können wir auch raus, da waren wir nämlich auch schon. So, jetzt haben wir da nochmal einen Teil, wo wir reinspringen können. Oder hier. Und das ist ja auch wieder... Ja. Gut. Dann heißt es, wir haben nur noch dieses eine Teil hier. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Heilung. Und zwar viel Heilung. Du musst auf jeden Fall überleben. Nein, falsch. Wir brauchen einen Teleport. Und zwar wieder um 2. Dann müssen wir uns wieder drehen, kriegen Schaden. Können was mitnehmen. Und können wieder Teleport 2 springen. So. Und dann sind wir hier fertig. Ich glaube, dann haben wir Greywind jetzt tatsächlich fertig. Wir haben hier Macht. Ich glaube, Items und Geld. Frage ist, können wir uns an den Tag an alle Throne setzen, oder müssen wir uns das raussuchen? Ich könnte mir vorstellen, dass wir das uns das raussuchen müssen. Dann ist die nächste Frage. Gehen wir jetzt ins Obergeschoss von Schloss Blackwind und machen das fertig, damit wir da auch uns bewegen können ohne Probleme? Oder gehen wir noch in den Dungeon und schauen uns den Dungeon an? Wir haben 38, also wir haben eigentlich noch Zeit. So, hier machen wir einen Sprung. Teleport brauchen wir da nicht. Sprung. Und hier nochmal einen Sprung. Hüpf. Und dann können wir doch mal runtergehen. Dann brauchen wir auf jeden Fall Licht. Ich weiß nicht, ob das im Keller zu schwierig wird. Wir werden sehen. Wie nannte Greywind seine Tochter die Klerikerin? Arg! Greywind, seine Tochter, wie heißen die? Ich hab's mir natürlich nicht aufgeschrieben. War ja klar. Brunnen. Eine Tochter, den Erstgeborenen, nannte er Regran. Regran. Der zweite Sohn. Ermordet vom ersten. Der zweite Sohn ermordet den ersten, um den Thron zu bekommen. Später brachte er sich selbst um und hinterließ nur unsere Tochter, die eine wunderschöne Klerikerin, die den Thron erbte. Wir hatten noch irgendwo einen anderen Brunnen. Wo war denn der? Das war da, wo ich gesagt habe, das war ein bisschen, hat sich ein bisschen falsch angefühlt, wie wenn da was fehlt. Eine Tochter, den Zweitgeborenen, nannte er
Ark. So, und die Tochter? Rehak brachte seinen Bruder um, genau, wissen wir, um den Thron zu bekommen, brachte sie später selbst um. Nur unsere Tochter, eine schöne Klerikerin, blieb. Aber wie heißt die? Leute, wie heißt diese Tochter? Haben wir irgendwo noch einen weiteren Brunnen vergessen? Wir hatten da einen und wir hatten da einen, aber bei beiden steht es nicht drauf, wie diese Tochter heißt. Einer heißt, wir wissen jetzt, wie das der eine Regan heißt und der andere Rehak. Aber wie hieß die Tochter? Und sonst habe ich jetzt keine, wir haben keinen sonst, wir haben nicht sonst irgendwo ein Dings, oder? Einen weiteren Brunnen. Zahltribut, ja, das kennen wir. Zahltribut an alle Statuen im Blackwind Dungeon, okay. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Aber irgendwo noch einen blöden Brunnen? Ja, da haben wir, da ist noch ein Brunnen. Ah ne, das war, glaube ich, um zu heilen. Ne, danke. Da raste ich lieber. Da war ja auch kein Brunnen mehr. Das war der hier. Vielleicht muss man den irgendwo anders rauskriegen. Also im Moment weiß ich nicht. Irgendwo habe ich schon mal was übersehen. Wisst ihr, was wir da machen? Dann lassen wir den nächsten Dungeon jetzt und gehen erstmal nach Blackwind. Weil wenn wir nach Blackwind gehen und es oben fertig machen, haben wir nämlich alle Schlösser, zumindest den oberen Teil, fertig. Naja, bis auf die Truhen, die wir noch nicht geplündert haben. Wobei, genau, in, die Truhen, wo wir den Passwort brauchen, die in den Dungeons sind, von den drei Hauptschlössern. Und die Truhen in Neutral und in dem guten Dings haben wir auch noch nicht geplündert. Aber den hier ist fertig. Hoppala. So. So, dann gehen wir noch hierher. Da brauchen wir wahrscheinlich auch irgendwie ein Passwort, um reinzukommen. Aber gut, das kriegen wir hin. Dann schauen wir uns hier mal um. Dann ist das ja auch fertig. 39, dann haben wir auch bald die Zeit, wo wir da hingehen können. Und dann schauen wir mal, was Sache ist. So, da sind wir überall schon durchgegangen. Dann nehmen wir Schaden, glaube ich, wenn wir das machen. Da waren wir auch schon überall, genau. Da waren wir schon überall. Da sind wir schon durchgegangen. Das heißt, entweder haben wir hier... Okay, da können wir drüber hüpfen. Ah, Dino! Ach, die Dinos machen auch kein Problem mehr. Da könnten wir, da sollten wir von der anderen Seite drüber hüpfen. Okay, dann schauen wir erstmal hierher. Und Sprung. Dreht alle Jahrhundertgläser und schlagt den Gong. Kein Dino? Aha. Passiert da wieder was? Da kriegen wir wahrscheinlich modsmäßig Schaden, aber wir kriegen... Er betretet die Arena. Okay, da wollten wir aber nicht hin. Arena. Das ist doch diese Arena, wo wir auch über den Teleporter hinkommen. Wenn wir Arena eingeben. Na gut. Such die drei Statuen unten. Okay. Da ist nichts. Dann machen wir hier einen Sprung rüber. Zack. Aha. Hier können wir auf. Wo ist denn das? Ein Mondgesicht. Macht aber auch nicht viel Schaden. Muss mal schauen, ob es irgendwelche negativen Dings gab. Nö, nee, sieht aber nicht danach aus. Sieht eigentlich alles gut aus. Aha. Okay, dann schauen wir mal den Brunnen an. Das wird bestimmt auch wieder wichtig werden.
Da müssen wir mal schauen, wie wir da hinkommen. Gehen wir aber auch raus. Erstmal der Brunnen. Speichern. Brunnen. 9 Buchstaben auf der Mauer hinter der Leiter. Der 10. ist der erste der Lösung. 9 Buchstaben auf der Mauer hinter der Leiter. Der 10. ist der erste der Lösung. Mauer hinter Leiter. Das heißt, wo wir die Leiter haben, da müsste wahrscheinlich irgendwas stehen. Und der 10. ist der 1. Ah, ja, okay. Was auch immer. Wir werden es rauskriegen. So, haben wir hier irgendwie was Interessantes, wenn wir da drauf gehen? Da betreten wir schon wieder die Arena. Wir wollen die Arena nicht. Nee, ich weiß auch gar nicht, wie wir da wieder rauskommen. Da kommen wir wieder hier raus. Ja, okay, das wollen wir gar nicht, das wollen wir gar nicht. Nee. Dann sollten wir mal schauen. Danke, nein. Wie wir hier an diesen Thron rankommen. Was passiert, wenn ich hier drauf dreht? Wenn ich... Zack. Ein zerbrochener Thron steht auf einem Müllhalter. Wollen wir hin? Er sitzt auf dem Thron. Was passiert? Ja, okay, dann wissen wir nicht, was passiert. Sprung. Was? Wie? Okay. Sind wir vergiftet? Und wir haben keine Spruchpunkte mehr. Okay. Dann müssen wir hier mal modsmäßig Gift heilen. So. Aber jetzt wissen wir wenigstens den einen Thron, wo wir da haben. Der passiert wahrscheinlich jetzt auf Tag 60 nicht. Bis zu Tag 60 hier nichts. Okay. Es ist auf jeden Fall gut zu wissen und jetzt können wir auch einfach hinspringen. Sonst hätte man einen Teleport nehmen können. Ich meine, das wäre auch möglich gewesen, aber naja gut, was soll's. Sprung. Jetzt gehen wir hier wieder raus. Und nochmal ein Sprung. Da wollten wir auf der anderen Seite hin. Dann machen wir hier nochmal einen Sprung. So, da geht's bestimmt. Ich glaube, das ist einfach nur magischer Schaden. Okay. Ich denke, hier geht es um den Thronsaal. Wow, Piranhas. Die machen ja nichts. Die wollen ja nur spielen. Schauen wir uns gleich an. Erst einmal Piranhas wegmachen. Okay. So, dann schauen wir uns als allererstes den Brunnen an. Mein Wasser trägt den mächtigsten Zauber aller Inseln. Der Preis ist hoch, aber die Belohnung ohne Vergleich. 2 Millionen Gold in meinen Brunnen geben. Den Abenteurer alle Sprüche seiner Disziplin. Das Gold hineinlegen. Viel Geld habe ich erstmal gar nicht dabei. Und ich bin auch gar nicht sicher, ob wir nicht, wenn wir es einzeln holen, nicht billiger rankommen, weil wir ja auch nicht alle holen wollen. Black Wind, der Banner. Bessere Tricks als die der Sterblichen haben meinen Geist hier gefangen, wo einst meine Soldaten wohnten. Irgendwo tief im Dungeon ist die Antwort, die mich von diesem Fluch befreit. Aber in meinem Zustand kann ich den Zauber nicht sprechen. Wollt ihr mich befreien? Ja, mach mal. Zum Dungeon und kommt zurück, wenn ihr die Lösung habt. Machen wir doch gerne. Erstmal speichern wir hier. Halt, da waren wir ja schon. Ach, guck mal, da ist auch wieder was, wo wir hingehen können. Aber hier war auch noch irgendwo ein Brunnen, genau. Hier ist auch noch mal ein Brunnen.
Ja. Um 5 nach 6 und 5 nach 4 ist die Parole hier. Denkt oft und werdet entdeckt. Um 5 nach 6 und 5 nach 4 ist die Parole hier. Okay. Interessant. Interessant. Mal sehen, was wir noch so alles finden hier. Ich würde sagen, dann springen wir mal da rein. Mit dem Teleportsprung. Mal sehen, ob wir da auch wieder Schaden nehmen oder nicht. 2 Felder. Er betretet die Arena. Ja. Ist ja heiß. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, dahin zu springen. Weil wir sowieso die Arena betreten. Oder müssen wir hierher springen? Okay, da kriegen wir auf jeden Fall Zeug. Und unten werden wir teleportiert. Vielleicht hätte ich ja ein... Ach, wieder... Oh, nee. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat, wenn wir das so machen, weil die nehmen nämlich uns auch die ganzen Platinrober. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Aber wir müssen schon wieder rasten. Um Gift zu heilen, weil das ganze Zeug kostet uns auch die Spruchpunkte. So. Aber immerhin, jetzt haben wir hier den ganzen Dungeon angeschaut. Jetzt kommt wahrscheinlich noch das hier. Da muss irgendwo der Eingang zum Dungeon sein. Und wahrscheinlich noch weitere Drohne. Wir haben ja bisher nur einen gefunden eigentlich, wo uns was bringen könnte. Naja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.